Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Empire of Sin. Wir sind hier weiter unterwegs, ein bisschen Geld locker zu machen. So, hier oben hat einer das Zeug übernommen. Das ist hier die Fraktion. Hier haben sie was niedergemäht. Wir warten hier. Capone und der Typ hier, dass er sich ein bisschen weiter heilt. Dass wir hier dann nämlich durchstarten können. Und die Geschäfte ein bisschen zum Laufen bringen. Die Bande kostet was, Bordell bringt ein bisschen Einnahmen, Nettoeinnahmen, ja, Brauerei kostet. Ja, dann gucken wir, dass wir die Bordelle hochbringen. So. Ganz schön. Gebetsch. Oh, toll. Toll, toll, toll. So. Okay, das bringt nichts. Dann kriegt der hier eine mit. Sehr gut. Du bist mit der Schrot am Start. Kriegst hier eine mit. Oh, echt jetzt. Boah, du bist so ein Held, ey. Overwatch. Die Richtung natürlich. Das ist so logisch gewesen. Das ist so logisch. So. Ach so. Ja, dann kann ich gerade hier rüberkommen. Du schalt dem eine mit. Oh. Damn it. Damn it, son. So, Overwatch. Und weg. Also der rattert hier richtig. Attackt ihr uns? Nein. So, jetzt kommt hier der Boss dran. Boss räumt auf. Erzielen von 10 Kisten und Schienengewehren wird Al Capone die Eigenschaft Abstand beibehalten verliehen. So, 352, ansonsten nichts. Kann ich das übernehmen? Hm. So, ich denke. So, die Bordelle bringen ein bisschen was ein. Aber ist auch nicht viel, gell? So, wir plündern erstmal. Ist ja gar nichts, ey. Ist ja gar nichts. Capone. Der andere Dude. So, wir marschieren weiter. Hier rüber. Palette erworben. So, wie geht's weiter? Stufe 2. Bollwerk. Reduzieren Sie Deckung alle den Schaden um 10%. Nee, durch die Länder außerhalb der. Oh. Sie lagen Gewehre zu verwenden. Wache. Wird jetzt durch feindliche Bewegung Aktionen ausgelöst. Hm. Jo. Nehmen wir. Sehr nice. I'm here. So, da versteckt sich wieder jemand, wa? Blub, versteckt sich jemand hier hinten drin? Big Chimps. Ist ja nur einer. I'm here. So. Da warten wir nicht lang. Gehen wir natürlich gleich rein. So, wir starten durch. So, fight! Oh Mann. Overwatch. So. Du kannst
So, du hast eine Schrot, du hast eine Pistole. Du hast auch eine Schrot. Bist du wahnsinnig. Are. Dem gleich eine mitgeben. Oh, sehr nice. Sehr nice. So. Schickst du den einen Feuerstoß mit? Top. Ah, zwei sind es noch. Den habe ich ja ganz übersehen, ey. So, du bist fällig, oder? Hm. Sehr nice. Boss richtet's immer. Kann ich dich? Ja, ich kann dich. Hm. So, mit dir gehe ich. Hier. I'm on it. Dann gehen wir in Overwatch. Keine Chance. So, ein bisschen Cash, ein bisschen Beute. Wir plündern das Ganze. Verbandszeug bekommen wir dazu. Bisschen Cash. Schönes Ding. So, ich nehme euch mit. Wir gehen hier rein. Gotcha. Gotcha. Cashen wir uns das Ding da hinten natürlich. Hey Fraktion. Was soll haben Sie in meinem Viertel zu suchen? Darf wir gehen um Gespräch bitten? Wir wollen raiden. So. Machen wir natürlich. So, wo sind sie denn? Hier. Need something? So, wir starten gleich mal den Hinterhalt. Und egal was ist. Feuerstoß kaputt. Nice. So ein bisschen Cash, Heilwasser und wir schauen natürlich rein. Ah, nochmal eine Tommy Gun. Blaue. What? OP, warst du das? Ah, noch eine Violette. Okay, hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Wir gehen. Hm. Wir können ein paar aufbessern. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Fix reisen. Wir gehen rein. Atmosphäre. So, nehmen wir das hier. Geht die Atmosphäre drauf. I'm all over it. Oh. So, Sie haben einen Umschlag gefunden in dem Brief, der Inhalt, mein süßer Engel Anabel. Ich freue dich aus diesem Leben. Wir beide werden endlich zusammen sein. Mein Freund kennt einen Ort, an dem wir uns beide eine Weile verkriechen können, beim Park im Westloop Gate. Wenn ich es wie eine Verhaftung aussehen lasse und dich dann mitnehme, wird niemand irgendwelche Fragen stellen. Vertrau mir, liebes GS. Ich mache mich besser zum Park auf, um nachzusehen, worum es geht. Westloop Gate. Echt jetzt? Boss, der Alicats wurde in den Stellis Gang getötet. Okay. Tschüss. Uiuiui. Ui. So. So, wir gehen hier zum Gespräch. Reisen wir lieber. Geht schneller. Und es wird hoffentlich nichts passieren. Gespräche beginnen. Nice hat, Capone. I always say a man isn't finished without the hat.
Ich bin nicht hier, um über Mode zu reden, Josef. Ja, und sehe, ich habe nicht viel Zeit über meine Spielchen. I ain't here to talk haberdashery, Joseph. I'm just being civil, unlike you. You've been making a real mess of things around town. Is it your plan to keep that up? Na klar. Man muss etwas auseinandernehmen, bevor man es verbessern kann. Ich will Chicago verbessern. In Chicago kann man viel Spaß haben, das ist aber schwierig, wenn man immer höflich ist. You gotta break something before you can fix it. I wanna fix Chicago. I like Chicago the way it is. But a wise man knows that things change. Then again, a wise man also knows his place. Chicago might be a tougher nut to crack than you think. Was? Sie halten sich für einen weisen Mann, Josef? Dass ich nicht lache. Genug mit dem Quatsch. Wieso haben Sie mich hier bestellt? Enough of this baloney. What'd you call me in here for? All right, we have enough enemies. I got an offer for you. You should listen very attentively. Reden Sie, solange Sie meine Aufmerksamkeit haben. Ich mache es Ihnen einfach. Zwischen uns wird es kein Deal geben. Speak while you still got my attention. My speakeasies have a certain reputation. The saltiest touch. Your places need new decor to keep up with mine. I can help you do that real cheap. Was höre ich da? Ein geschenkter Goll? Kommen Sie zu einem Punkt, wo Sie um etwas bitten. What's that I hear? A free lunch? Get to the part where you ask me for something. Brewery expansion. That's the key. This town has a bottomless thirst for hooch. I can't expand my breweries fast enough to fill it. That's where you come in. Help me expand them as cheaply as you do yours. Gut, ich vertraue Ihnen. Dieses eine Mal. Wenn Sie Ihre Ersparnisse von 1000 Jahren zusammenkratzen, wäre es nicht Ihre Preisklasse. Fine. I'll trust you this one time. I'm glad we were able to work this out like gentlemen. Thanks, Capone. Lassen Sie sich nicht täuschen. Ich bin kein Gentleman. Oh, don't be mistaken. I ain't a gentleman. So, Sie sind eine befristete geschäftliche Abmachung mit dem Josef Saltes eingegangen und erhalten folgende Boni für einen Monat. Bordellennamen plus 2%, Kosten für Spezie, Atmosphärenverbesserung minus 2%. Sehr nice. Errungenschaft freigeschalten. Ich stehe hinter Ihnen. So, wir schauen jetzt mal. Was kann man denn hier so machen sonst? Ein bisschen Unruhe nochmal stiften. So, haben wir ein Bordell. Einnahmen. So. So, was machen wir jetzt? Eine Nachricht von Saltes Gang. Helden versuchen, sie fangen an, in diese Stadt aufzunehmen. Sogar einige wichtige Leute haben angefangen, das zu bemerken. Sie nennen sich die Arcadian Maple Association und sie möchten sie kennenlernen. Ich würde sie nicht warten lassen. Neue Fraktion. Ah, was für Helden in meinem Viertel? Ah, Gespräche. So, wo sind wir hier? Ganz woanders. Ah, interessant. So ist das also. So, wir bitten um Gespräch. Ja. So, was haben die denn anzubieten? Oder der Tibi? Was? Sie haben mich bestellt. Wollen Sie jetzt nur rumsitzen und mich anstarren? Ja, und Sie haben nicht viel Zeit, welche Spielchen. You called me here. You're just gonna sit there staring at me? You're building up your operation quickly, I see. I am considering killing you, but I would also like to hear what you have to say. Ihr Direktes ist erfrischend, aber die Chicago gehört jetzt mir. Sie sind da vielleicht etwas voreilig, Schnauzbart. Ich beschäftige mich nur. Kommen Sie vielleicht mal zum Punkt.
Your candor is refreshing, but Chicago is mine now. I don't see much point in mincing words. I have killed a lot of people, and lost a few, to be sitting here talking to you. We both know this. Ich weiß kaum etwas über sie. Irgendein Scheiß, dass sie ganz allein eine Bande im Westen getötet haben? Mir egal, das ist nur Gerede. Reicht's mit dem Couch. I don't know much about you at all. Some crap about you killing a crew out west all alone. I don't care. It's all noise. There is enough truth in this, Capone. I came here with nothing and no one, and I built enterprise and reputation all alone. If you cross me, the stories about what happened out west will be nothing compared to the tales of what Salazar did in Chicago. Sie halten sich für verdammt angsteinflößend, nicht wahr? Diese Nummer zieht nicht. Niemand hat Angst vor ihnen. Sie haben es nicht mehr drauf. Eine wandelnde Leiche sind sie, nichts weiter. Oh, you think you're real scary, huh? This boogeyman-Stick is bullshit. You ain't scaring anyone. I am what I am. And what are you, Capone? Greifen Sie mich an, um Sie finden es heraus, Schnurrbart. Genug mit dem Rotz. Wieso haben Sie mich hergestellt? What'd you call me in here for? For now, let us not be enemies. I wish to make a deal. Reden Sie, solange Sie mal aufgekratzt haben. Speak while you still got my attention. I can offer you my expertise in the casino business. I can increase the draw of your casinos directly, using my methods. Was höre ich da? Ein Geschenk der... What's that I hear? A free lunch? Get to the part where you ask me for something. Your breweries intrigue me. I hear that they produce more than most other places, and that you achieve this cheaper than most. I want you to help me do the same thing. Und wenn Sie Ihr Spanier vor 1000 Jahren zusammenkratzen würden, wäre ich in nicht länger in Preisklasse. Fine, I'll trust you this one time. You are as I expected, Capone. I'm glad we have this chance to do business. Expect the unexpected. So. So, Kosten für Bordellatmosphäre minus 4, Casino-Attraktivität plus 3%. So. Das können wir jetzt zum Schluss noch hier Fuß fassen, oder was? So, wo sind wir hier? Meine Güte, das ist furchtbar. Nope. Nope. Yes. Wir starten durch das ist im Ausbau. Da haben wir eins. Reisen. Düdüt. Los geht's. So, gleich mal rein. Gotcha. Sehr schön. So, wir schauen mal rein, was wir sehen. Ist viel. So, Lights out. Wir sind hier und... So, ist die Beliebtheit. Wir starten hier durch und verbessern. Gut, dann gehen wir raus. So. Solltest gerne bitte um ein Gespräch. Ich danke, Sie sollten eine Gesprächsvereinbarung mit Los Hayos de la Main beenden. Lassen Sie uns darüber reden. Treffpunkte Disable. Wo ist Disable? So. Ah, hier. Meine Güte. Düdüt. So. Wir beginnen mit dem Gespräch. Yes. I don't like how close you've gotten to that boss and their faction. I want you to break off your business arrangement with them. Meinem guten Angehört würde ich es mir überlegen. I could consider it. The offer was right. I can give you cash. Take it or leave it.
Das ist eine Beleidigung. Ich werde Ihr erbärmliches Angebot nicht annehmen. That's an insult. I'm not taking your pathetic offer. Noted. Auf Wiedersehen. Goodbye. So, wir haben die Journalistin. So. Wir reden hier hinten mit dem Tibi. Gotcha. Ah, zuerst gehen wir hier hin. Alright. Düdüt. Gotcha. Jetzt haben wir einen Schläger und einer mit einer Pistole. So, Hinterhalt. So, der ist weg. Beide. Ha! Top. Nix, nix, nix. Ein Traum. So liebe ich das doch. Big Jims Versteck. Was haben wir? Sanitätskaufmann und eine Arzttasche. Gut, jetzt pace mal weiter hier zu dem Typ. Wir reden mit dem. Abschätzen. Ching, wöchentliche Einnahmen. 18. Wow. Da haben sie sich mit den CMA Kontakt. Dauerauftrag gebeten. Die Los Hoyos aus Delaware würden einen wöchentlichen Dauerauftrag mit ihnen engagieren. Sie zahlen wöchentlich 2,2 feste Blöre. Sie hatten wöchentlich 4. Nein, danke. Nein. Sie sind also Alfonso Capone. Wir haben schon viel von Ihnen gehört. Ich wünschte, ich könnte das gleiche über Sie sagen. Was wollen Sie? Ich heiße Jacobs. Ich vertrete die Candida Maple Association. Wir sind in der Suche nach einem guten Käufer für unsere Produktüberschüsse. Sind Sie dafür an dem richtigen Ort? Ich bin mir nicht sicher. Wie lautet das Angebot? Auf Grundlage meiner Quellen wage ich zu behaupten, dass das, was sie zurzeit im Land verkaufen, ein beinahe ungenießbare Brühe ist. Nicht für ungut. Schon gut. Werden Sie nicht frech. Ich biete Ihnen eine Partnerschaft an, in welcher ich Ihnen qualitativ hochwertige, nein, den qualitativ besten Alkohol verkaufen würde, den es zurzeit gibt. Er ist sicherer als alle andere, was Sie auf dem Markt finden. Das kann ich höchstpersönlich. So, an was für eine Art Alkohol handelt sich? Ich verkaufe Ihnen unser Maple Infused Whisky. Das ist ein Ahornwhisky mit 90% Alkoholanteil. Wir nennen ihn liebevoll den Sirup. Die Leute reißen uns das Zeug aus den Händen. Wenn Sie das in Ihren Läden anbieten, schwimmen Sie in kurzer Zeit förmlich in Geld. Fingol, was wollen Sie im Gegenzug? Ich will, dass Sie für Silas eine Lieferung überbringen. Was für eine Lieferung? Ich möchte, dass Sie die Flasche Ahornsirup nehmen und sie in eine Distille dieser Person gießen und dann gehen sie einfach weg. Ist das alles gut? Geben Sie her. Was genau ist das? Was wird sein, als würden Sie ein unsichtbares Schild an der Tür und anbringen, auf dem steht, bloß fernhalten. Für Monate wird dort niemand mehr etwas kaufen. Das klingt doch gut. Danke, Alfonsi. Ich wusste es doch. Ich hatte gleich ein gutes Gespür bei Ihnen. Wir hören voneinander, wenn es erledigt ist. In Ordnung, man hört sich. Eins noch. Es kann sein, dass Sie im Viertel einer Nervensäge begegnen, die in unseren Pläne für Josef Stalins eingeweiht ist. Ich würde Ihnen raten, sich davon fernzuhalten. Warum das? Nun, sie wird vielleicht versuchen, sie aufzuhalten, aber sie ist nur ein Typ. Törichtes Kind, ich verspreche Ihnen, wenn Sie das hier durchziehen, werden Sie fürstlich belohnt. Klar, Chucker, ich kümmere mich drum. Freut mich, das zu hören. Ich meine, bis bald ist erledigt. Es klar, bis dann. Nein, will ich nicht. So, wo müssen wir dafür hin? So, das ist die Nervensäge. Ansonsten müssen wir hier hinten hin. So, wir reisen auch schon mal hier hin. Gucken mal. Wem gehört es? Ihm.
Echt jetzt? Ihm gehört das hier? So, wir gehen zur... Nachbarschaft hier hin. So, wir reisen mal hin. Das ist ein bisschen schneller. Neue Fraktion getroffen. Gunner Crime Family. Was soll er um Gespräch bitten? Natürlich, ein Gespräch. Ah, hier, okay. Yes. Ah, okay. Talent erworben. Stufe 3. Was geben wir hier? Nahkampf. Kugelfang. Beschützen Sie Ihre Verbündeten Reichweite. Alle Schaden, die Verbündete Ziele allein wird zwischen Ihnen aufgeteilt. Stoßen Sie ihn zurück und fügen Sie ihm Schaden zu. Rache. Nein, hier. Zustoßen. Wir wollen hier rein und wollen dann hier reden, natürlich. Denn mit dem Kumpel will ich es mir eigentlich nicht verschärfen. Neue Fraktion getroffen. Ein Syndikat. Ja? Was zum Teufel wollen sie? Was sind das für eine Einstellung? Ich kenne sie nicht, ich verspiele sie nicht. Ich frage ein letztes Mal aus purer Höflichkeit, was zum Teufel wollen sie? Ja, möchte ihre Fraktion ausschalten. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, es ist die Canadian Maple Association. Stimmt? Ja, aber wissen Sie das? Weil ich Gedanken lesen kann, verdammt nochmal. Gott, die sich seit Monaten hinter uns her sind. Wir schulden ihnen was, was verdammte Bullshit ist. Die wollen bloß alle loswerden, die etwas über sie wissen. Aber mein Boss Jovis Saltis scheint nicht klar zu sein, dass die CMA uns alle tot sehen will. Die haben gesagt, ich soll ihnen zusammengabeln und sie wollen, dass ich ihr Destillier hiermit vergifte. Verdammt, das hätte böse enden können. Sehen Sie, ich muss Ihnen danken, dass Sie da mit mir gekommen sind, statt es gegen uns einzusetzen. Bitte nehmen Sie das hier. Das ist das Mindeste. Danke, Miss. Nennen Sie mich Nelly. Tja, Jackass wird nicht gerade glücklich sein, dass Sie zu mir gekommen sind, statt seiner Drecksarbeit zu erledigen. Vielleicht ist die CMA jetzt auch hinter Ihnen her. Oder, was wahrscheinlicher ist, Sie setzen jemanden auf Sie an. Also, seien Sie vorsichtig. So, machen Sie sich manchmal keine Sorgen. Ja, Sie machen einen Eindruck, als könnten Sie sich verteidigen. Ich sag Ihnen was. Falls Sie interessiert sind, fällt mir vielleicht ein Weg ein, ihn heimzuzahlen. Ich melde mich. Okay, wir sehen uns. Sehr nice. So, wir haben hier... Oh, Player haben wir bekommen und nochmal eine Schrotflinte. So, wir gehen mal wieder auf die Karte... Tuchfülle mit der Unterwelt. Wir haben hier abschätzen. So, abschätzen. Wir wollen reden. So, da hinten gibt es Probleme. Wir machen das ganz einfach. Wir reisen. Geht das alles ein bisschen schneller. Und dann gehen wir zu dem Typi hier und reden mal eine Runde. Er ist er. Sie sind Alphonse Capone. Es gibt etwas, was Sie wissen wollen. Ja. Offenbar freuen Sie sich nicht alle über die Ankunft. Der Typ da drüben scheint Sie gerade zu mustern. Stelle ich mich mal vor. Gute Idee. Man sieht sich. So, welcher Typi? Der da oder was? Gotcha. You got it. Mm-hmm.
Na was? Halten Sie mich hier für einen Obermacker oder was? Da denken Sie, ich gehöre den Laden. Wer will das wissen? Ich. Sie halten sich also für ausgebrochene Hart. Dann zeigen Sie doch mal, was Sie drauf haben. Reden wir so etwa mit Ihrer Mutter, junger Mann. Das geht Sie gar nichts an. Sie halten sich also für ausgesprochen hart. Dann zeigen Sie doch mal, was Sie drauf haben. Was soll ich tun? Sie umlegen? Ich habe Besseres zu tun. Wusste ich doch, dass Sie ein Feigling sind. Einschüchterung. Sicher, dass Sie meine Geduld heute auf die Probe stellen wollen? Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Erfolg. Pff. Sie sind ganz Aufregung nicht wert. Ich verziehe mich. Gut, verschwinden Sie. Dauerauftrag erbeten. Sie zahlen wöchentlich 0 Fässer. Nein. So, der Typ geht. Das ist gut. So. Wir sind hier. So, wir gehen hier gerne zum Gespräch. Wir reisen mal. Gotcha. So. Thanks for taking the trip to my side of town, Capone. Kein Problem. Wasn't no trouble. So what are you doing here in Chicago? What do you got to say for yourself? Ist das nicht offensichtlich? Es wurde langweilig in Brooklyn. Zusammen mit meinem Kumpel Frankie Yale zu kontrollieren und Chicago ist leichte Beute. Ich schaue mir die Sehenswürdigkeiten an, ganz hin. Vielleicht mir eine Show an, sie und komm. Can you get to the point already? All right, then. Neither of us needs more enemies. How's this for an idea? We should partner up. Gehen Sie so langsam meine Speak while you still got my attention. Your speaks ain't quite as slick as mine, pal. Everybody knows. No offense meant. They could use a lick of paint, know what I'm saying? I could help you expand your rackets on the cheap. What's that I hear, a free lunch? Get to the part where you ask me for something. Well, point of fact, I heard a rumor around town, you could help me do something similar for my cat houses. Get the brothels done up fancy, a little cheaper. What do you say? Gut, ich vertraue Ihnen. Dieses eine Fine. Mal. I'll trust you this one time. It's fair to say this worked out better than I thought it would, Alphonse. Thanks for making this easy. Buena fortuna. Buona fortuna, Angelo. Peace out. So, Kosten für Brauerei, Sicherheitsverbesserung minus 2, Kosten für BXC-Verbesserung minus 2. Okay. So, wir sind hier. Und wir gehen. Wo sind wir denn, Mensch? Meine Güte. Hier sind wir doch. Ihre Wertung von Saltins Gang ist gesunken. Wieso? Was ist deine Probleme, ne? So, da geht's zur Sache. Sind wir auf 2, da sind wir auf 3 Talent erworben. So, Stufe 4. Feuer wieder, eine Mine, sie auch noch Feuer mit der Sekundärwaffe, wenn sie angegriffen werden. Diese Sachen können aber pro Runde ausgelöst werden. Präzisionsgewehre, das Nachladen ihrer Sekundärwaffe, keine Aktionspunkte mehr. Hm. Typi, wo bist du hier? So, was kann ich hier reinhauen? Pistelzeug ist es. Hm. So, Dude. Feuer erwidern. Ich nehme jetzt Sniper einfach mit. Na, bäh. So. Wo bin ich denn? Ach so, ich muss erstmal hier hinreisen. I'm listening. Wir. Was habe ich denn? Das ist ein bisschen wenig. Okay. So, hier reisen. So, meine anderen Homies, wo sind die?
Wir sind noch verstreut, oder was? Bestimmt, ne? Hätte es auch anders sein sollen. Little Italy. Das sind meine Homies. So, hier sind sie. Ihr könnt gleich mal mitgehen und hier mit nachreisen. Dann sind wir hier nämlich zu dritt dann. Capite. What? Wo sind wir denn, Mensch? Ach so. So, da sind sie. Gut. So, wir beenden hiermit in dem Fall die Folge. Sage somit vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.